Augsburg, die Stadt an Lech und Wertach. Schauplatz deutscher Reichstage und nicht zufällig Zentrum der neuen Wirtschaftsform des sogenannten Frühkapitalismus. Augsburg ist auch Sitz des reichsten Kaufmannsgeschlechts des Kontinents, der Fugger. Von hier aus regiert die Familie ihr Imperium und finanziert die ständig geldbedürftigen Herrscher, allen voran die mächtigen Habsburger. Während der Reformation entwickelt sich Augsburg dank seiner kaiser- und papsttreuen Bankiers zur Schicksalsstadt Deutschlands. Anton Fugger, das Oberhaupt der Familie, gerät dank seiner Loyalität gegenüber dem katholischen Hause Habsburg immer mehr zwischen die Fronten. Luther und die reformatorischen Kräfte haben die Fugger und ihre Bankgeschäfte längst als unsittlich verteufelt. Deutschland ist in zwei Lager gespalten und es droht, wie Anton schon lange befürchtet, eine kriegerische Auseinandersetzung. Zunächst scheint sich jedoch in Frankfurt die Bereitschaft zum Kompromiss durchzusetzen. Der dort zwischen den Parteien ausgehandelte Frankfurter Anstand vom April 1539 bringt die allseits gewünschte Atempause. Anton allerdings ist skeptisch. Eine Galgenfrist, schreibt er. Und sein Faktor Hans Dernschwamm ergänzt: Wenn gleich mit den Türken Friede ist, so werden sich die Christen selbst einander raufen müssen. Die beiden sollen Recht behalten. Der Regensburger Reichstag von 1541 macht alle Annäherungen wieder zunichte. Im Sommer dieses Jahres grassieren zusätzlich Seuchen und Hungersnöte, Hunderttausende sterben. Der allseits befürchtete deutsche Krieg hängt wie dunkles Gewölk am Himmel. Der Kaiser, früher durchaus kompromissbereit, tendiert immer mehr zu einer gewaltsamen Lösung des Religionskonfliktes. Sollte es dazu kommen, wird Anton Fugger nicht abseits stehen können. Kein Wunder, dass der protestantische Nachrichtendienst penibel die Vorgänge in der Augsburger Fuggerzentrale überwacht. Die Spannung steigt. Karl V. hat sich den Entschluss zum Krieg keineswegs leicht gemacht. Nach außen gilt strenge Geheimhaltung. Die reformatorischen Kräfte sollen sich so lange wie möglich in Sicherheit wähnen. Erst der glänzende Sieg über Frankreich im Jahre 1544 und der folgende Friede von Crépy, signiert in der Kirche von Notre-Dame, geben dem Kaiser die Hände frei gegen die Protestanten im Reich. Die penible Geheimhaltung verhindert allerdings auch, dass Anton Fugger von den Kriegsplänen erfährt, obwohl er die nötigen finanziellen Mittel dafür aufbringen soll. Anton scheint den drohenden Krieg zunächst zu ignorieren. Gerade hat er in Antwerpen enorme Kredite, über 1 Million Gulden, König Heinrich VIII. Von England gewährt. Ist der Fugger wirklich ahnungslos gewesen? Oder hat er nur die Chance genutzt, einen Teil seines Vermögens vor der habsburgischen Unersättlichkeit in Sicherheit zu bringen? Die Inventur 1546 weist immerhin rund 1,8 Millionen allein an spanischer Schuld aus. Oder wollte er die Taktik der englischen Krone unterstützen, die darin bestand, den Antwerpener Finanzmarkt durch hohe Anleihen auszutrocknen und so die kaiserlichen Aggressionen durch Geldmangel zu dämpfen? Seit der Donauwörther-Begegnung mit Karl V. im April 1546 weiß Anton definitiv, dass die Würfel gefallen sind. Nun bleibt nichts mehr übrig, als sich ins Unvermeidliche zu schicken. Denn der Kaiser hat Fugger natürlich als Bank für den bevorstehenden Krieg einkalkuliert. Allerdings haben die zuvor fehlende Informationspolitik ebenso wie das englische Manöver zur Folge, dass die Firma weniger liquide ist, als sie eigentlich sein könnte. Dennoch finanziert Fugger nun den ersten deutschen Religionskrieg. Und er beginnt ausgerechnet in seiner Heimat, in Süddeutschland. Auch Augsburg kämpft auf Seiten der Kaisergegner.
Anton evakuiert seine Familie, Akten und bewegliche Habe aus der Stadt und geht nach Schwaz. Die Erbitterung der Protestanten gegen ihn ist immens. Er habe dem Kaiser einen Krieg bezahlt, den dieser sonst unmöglich ins Werk gesetzt haben würde. Die wahren Feinde der protestantischen Sache seien die Fugger. Man droht der Firma mit Konsequenzen, wenn Anton sich nicht bereit erklärt, auch die protestantische Seite finanziell zu unterstützen. Der kaiserliche Sieg in Süddeutschland bringt Anton in die wenig beneidenswerte Lage, zwischen dem Kaiser und der eigenen Vaterstadt vermitteln zu müssen. Es ist eine der heikelsten Missionen seines Lebens. Allein zwischen den Fronten, von beiden Seiten hart bedrängt. Am 29. Januar 1547 liegt er in Ulm zusammen mit der Augsburger Delegation vor dem Kaiser auf den Knien. Der Monarch reicht ihm als erstem die Hand. Antons Einsatz ist ein Akt wahrer Bürgertreue. Sie wird ihm allerdings nicht von allen gedankt. Schon bald geht in Augsburg das hässliche Wort um vom verderblichen Fuggerschen Frieden. Doch es gibt keinen Zweifel, dass es Anton gelungen ist, seiner Stadt die größten Härten zu ersparen. Des Kaisers Feldzug gegen die Protestanten aber ist damit nicht zu Ende. Und Fugger muss ihn weiter finanzieren. Auch wenn er sich wünscht, der Rausch des Krieges möge bald vorübergehen. Doch das liegt außerhalb seiner Macht. Die Schlacht an der Elbe bei Mühlberg am 24. April 1547 besiegelt das Schicksal des protestantischen Widerstands. Des Kaisers Triumph scheint perfekt. Fugger ist in die Ereignisse hineingerissen worden, auch wenn er so gerne unbeteiligt geblieben wäre. Todesahnungen bedrängen Anton. Aus den Ursachen, weil ich nun verdrossen bin und täglich zu Fall meines Leibes zu gewarten sei, habe ich mit entschlossen, zur Ruhe zu tun, schreibt er. Die Fugger sind müde, wird erzählt. Dabei können sie für die letzten Jahre immer noch ungeheure Gewinne verbuchen. Doch man lässt ihnen keine Zeit zur Konsolidierung. Im Gegenteil, der Ton, den das Haus Österreich seinen Banken gegenüber anschlägt, wird immer fordernder. Auch der Kaiser erweist sich gegen seine Kreditoren zunehmend als rücksichtslos. Das von den Fuggern zeitweise so souverän beherrschte System der politischen Finanz beginnt sich allmählich gegen seine Dompteure zu wenden. Der Firmenchef sieht immer klarer, dass die Zukunft der Familie im langsamen Rückzug aus dem Kreditgeschäft und in der Umwandlung des Vermögens in Herrschaftsbesitz liegt. Vielleicht mit dem Fernziel einer fürstlichen Territorialbildung im schwäbischen Raum. Anton hat längst begonnen, diese Ziele systematisch anzusteuern. Die hohe Politik gibt die Fugger jedoch nicht frei. Das Interim des Kaisers, verkündet auf dem Augsburger geharnischten Reichstag 1547-48, scheitert auf der ganzen Linie. Protestantische wie katholische Fürsten boykottieren es. Das Volk wehrt sich. Ganz Norddeutschland, von Friesland über Bremen, Mecklenburg bis Preußen, wird ein einziges Bollwerk des Widerstands. Karl V. kümmert das zunächst wenig. Er erholt sich in Augsburg im Fuggeranwesen am Weinmarkt. Dort hat ihm Anton zwei prächtige Säle eingerichtet, nach dem Philosophen Michel de Montaigne die reichsten Zimmer, die er je gesehen. Zusätzlich Schlafraum und Hauskapelle. Fugger hat an alles gedacht. Der menschenscheue Kaiser kann in Ruhe seine einsamen Mahlzeiten einnehmen, genau wie er es liebt. In der Augsburger Pfalz sitzt er auch Modell, dem berühmten Venezianer Tizian Vecelli. Es entsteht unter anderem das Porträt eines etwas schüchternen, aber noblen Herrn im Lehnstuhl und als Pendant dazu das eines Imperators zu Pferd mit eingelegter Lanze, eines Siegers im Harnisch. Bezahlt hat wohl Fugger. Und er ist es auch, der den Transport der Bilder nach Spanien organisieren muss.
Dabei geschieht ein Missgeschick. Als der Tizian das Großtuch, darauf Kaiserliche Majestät zu Ross kontrafett ist, hat an die Sonnengestell zu trocknen, da hat ihm's ein Wind umgeworfen an ein Holz und ist ein groß Loch da reingerissen. Aber hinten im Gaul. Anton findet zwischendurch immer wieder Zeit für Kunstaufträge. 1549 lässt er die Fuggerkapelle in der Deutschen Nationalkirche in Rom, Santa Maria dell'Anima, neu ausmalen. Den Auftrag erhält der junge Römer Girolamo Sicciolante. Schon Jakob der Reiche hat in den 20er Jahren den Raphael-Schüler Giulio Romano für ein Altarbild mit den heiligen Jakob und Markus engagiert. In Antwerpen stiftet Anton dem Münster zu unserer lieben Frau ein kostbares Fenster, ausgeführt von dem Glasmaler Robrecht von Ollem. Doch die Geschäfte bringen den Kaufherrn schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Inzwischen hat sich die anti-habsburgische Opposition im Reich neu formiert. Der bisherige Parteigänger des Kaisers, der junge Moritz von Sachsen, wird nun zum Anführer der deutschen Fürstenrevolution. Karl V. versäumt es, Moritz von Sachsen rechtzeitig mit Fuggerschen Gulden ruhig zu stellen. Eigensinnig schlägt er alle Warnungen in den Wind. Im März 1552 ist es soweit. Die verbündeten Fürsten dringen nach Süddeutschland vor. Der Kaiser hat Augsburg verlassen und befindet sich in Innsbruck. Dieser Frühling am Inn wird zu einem der kritischsten Augenblicke in der Regierungszeit Karls des V. Die Lage ist so ernst, dass sogar die Firma Fugger zunächst einmal versucht, sich neutral zu verhalten. Die Darlehensgesuche des Kaisers werden von sämtlichen Bankiers abgelehnt. Sie wollen es mit der deutschen Opposition nicht mehr verderben als unbedingt nötig. Es ist, als ob die Kaufleute miteinander übereingekommen wären, mir nicht mehr zu dienen, notiert Karl V. Sein Sekretär beschwört Anton, es bleibt mir nichts zu sagen übrig, tun Sie, was Sie immer getan haben. Der Hilferuf ist nicht vergebens. Am 3. April 1552 trifft Fugger in Innsbruck ein. Zäh handelt Anton persönlich die rettenden Kredite aus. Immer wieder wird an seine kaiserliche Treue appelliert. Als die Aufständischen im Mai Tirol erobern, muss Karl V. schließlich nach Villach fliehen. Fugger begleitet ihn. Es ist ein Akt persönlicher Solidarität. Anton leiht dem Kaiser schließlich aus eigenem Vermögen 100.000 Dukaten und bürgt für weitere 300.000 Skudi. Es ist Hilfe im letzten Augenblick. Doch sie erspart Karl die peinlichste Demütigung seines Lebens. Spanien und die Niederlande bestimmen das letzte Jahrzehnt Anton Fuggers. Er hat in dem schicksalsträchtigen Frühling 1552 für den Kaiser sein Vermögen riskiert und erntet nun, da auch er an seine Grenzen stößt, keinen Dank. Als sich in Spanien immer stärker der Unwille gegen die Abhängigkeit der Staatsfinanzen von ausländischen Handelsgesellschaften regt, denkt Karl V. nicht daran, sich vor die deutschen Banken zu stellen. Die Fugger nehmen zu jener Zeit in den kaiserlichen und königlich-spanischen Finanzen eine Schlüsselstellung unvorstellbaren Ausmaßes ein. Umso größer scheint die Versuchung für die Dynastie, sich aus dieser Umklammerung zu befreien, wenn es sein muss, unter Bruch der Vertragstreue. Es kann keine Rücksicht mehr geben. Die Kriege gegen Papst und Franzosen verschlingen Unsummen. Allein der Herzog von Alba benötigt 20.000 Gulden zur Bezahlung seines Kriegsvolkes. Fugger sitzt in der Falle. Ein Rückzug von Habsburg würde gigantische Verluste bedeuten.
Die Firma müsste ihre Forderungen in Spanien und den Niederlanden einfach verloren geben. Das weiß die Krone natürlich und nützt es weidlich aus. Ihr wichtigster Geldbeschaffer ist Francisco de Erazo, ursprünglich spanischer Bankier, dann Sekretär des Kaisers, schließlich Bevollmächtigter Philipps. Er ist korrupt und kennt keine Skrupel, wenn es darum geht, die Finanzen seiner Herrschaft auf dem Rücken ausländischer Kaufleute zu sanieren. Der Mann sei dermaßen beschaffen, dass ich gar nicht denke, mit ihm zu handeln, notiert Anton. Doch Erazo findet in Antwerpen einen willigen Handlanger, den dortigen Fuggerfaktor Matthäus Oertel, dem der Chef in Augsburg lange Zeit unbekümmert vertraut. Faktor Oertel schlägt der Krone keinen Wunsch ab. Während andere Firmen sich vorsichtig von Habsburg zurückziehen, geben die Fugger ab 1553 gewaltige Summen an die Dynastie, mehr als je zuvor. Um überhaupt durchhalten zu können, muss die Gesellschaft selbst auf dem Antwerpener Kapitalmarkt beträchtlich Geld aufnehmen. Man sei ziemlich viel Herr Roben schuldig, bekennt Anton. Dann, im Sommer 1557, verkündet Philipp, nunmehr König von Spanien, durch ein Dekret den Widerruf aller Verpfändungen von Kroneinkünften an private Gläubiger. Er lässt als Ersatz 5%ige Rentenbriefe anbieten, sogenannte Juros, die sofort an Wert verlieren. Es ist ein schlecht kaschierter Staatsbankrott, auch wenn der Klerus den Schritt aus der Heiligen Schrift rechtfertigt. Habsburgs Gesamtschuld beläuft sich mittlerweile auf annähernd 7 Millionen Dukaten. Ein Drittel davon ist Forderung der Fugger. Das spanische Vorgehen bringt die Bank an den Rand der Insolvenz. Dennoch verweigert Anton die Annahme der Juros und besteht auf den ursprünglichen Verpfändungen. Vergebens. Es hilft auch nichts, wenn Anton nun dem Faktor Oertel die Vollmachten entzieht und ihn feuert. Es bröckelt an allen Ecken und Enden. Die Faktorei Breslau wird mehr und mehr eingeschränkt. Krakau ist längst abgeschrieben, der Osthandel praktisch tot. Und die Beziehung zum neuen Kaiser Ferdinand I. gespannt wie nie zuvor. Anton weiß, dass seine Tage gezählt sind. Zwar schließen die Fugger später einen günstigen Vergleich mit der Krone, doch die Symbiose mit Habsburg, die Fugger einst reich gemacht hat, erweist sich nun als schwerste Hypothek. Der einstige Partner Karl V. hat abgedankt. Die Niederlande, Spanien und Italien hat er seinem Sohn Philipp, das Imperium dem Bruder Ferdinand übergeben. Er ist mit seiner Idee eines universalen Kaisertums zu spät gekommen. Ende 1556 reist Karl V. nach Spanien und schafft eine der schönsten Herrscherlegenden, indem er sich in das Kloster San Jerónimo de Yuste in die einsame Extremadura zurückzieht. In einen eigens für ihn errichteten Anbau an der Kirche. Dort stirbt der letzte wahrhaft mächtige Kaiser des Heiligen Römischen Reichs am 21. September 1558. Anton Fugger wird dem Mann, der sein Schicksal geworden ist, bald folgen. Ruhig und ohne Angst sieht er dem Ende entgegen. Er hat es oft beschworen. Schon früh hat er lernen müssen, dem eigenen Körper zu misstrauen. Und nur mit eisernem Willen hat er ihm seine Erfolge abgerungen. Als Chef der Firma kümmert er sich bis zum Schluss um die Geschäfte und verfügt in seinem Testament, dass Neffe Hans Jakob und Sohn Markus die Gesellschaft weiterführen sollen. Aber nach 6 Jahren ist sie zu liquidieren. Aus Kaufleuten sollen Grundherren werden, aus Bürgern Edelleute. Anton ist der eigentliche Begründer des Fuggerschen Adelsgeschlechts. Und dann stirbt der zweite und letzte Fugger, der europäische Geschichte geschrieben hat, am 14. September 1560, im Alter von 67 Jahren. Er hat dem Erfolg seines Onkels Stetigkeit gegeben. Aus der anfänglich reinen Geschäftsbeziehung zu Habsburg ist unter ihm ein wirkliches Gefolgschaftsverhältnis geworden.
Anton hat seinem Herrn als halboffizieller Kaiserfaktor gedient. Den Principe veramente degli altri mercatanti, wahrhaft den Fürsten der anderen Kaufleute, nennt ihn der Antwerpener Kollege Lodovico Guicciardini. Seine Zeitgenossen fühlen, dass mit diesem außergewöhnlichen Mann eine Epoche unwiederbringlich zu Ende geht. Ein endloser Trauerzug gibt ihm das Geleit bis an die Tore der Stadt. Begraben liegt er in seiner Schlosskirche zu Babenhausen. Mit ihm ist der große, der spektakuläre Auftritt, das Zeitalter der Fugger auf der Weltbühne zu Ende. Doch das Ende der Fugger ist es noch lange nicht. Die Firma ist noch jahrzehntelang im Geschäft. Der Rest verliert sich erst nach dem Westfälischen Frieden. Und zwar in Ehren und ohne Konkurs. Zu dieser Zeit hat die Familie längst die Metamorphose vom Kaufmanns zum Adelsgeschlecht durchgemacht. Die einstigen Bankiers, der Kaiser, Könige und Päpste, sitzen auf ihren ausgedingten Gütern. Sie sind alles andere als notleidend. Sie treiben fürstlichen Aufwand, pflegen das luxuriöse Leben reicher Adelsherren. Von des großen Anton, ältestem Sohn, von Markus Fugger, ist die Devise überliefert: Nichts Angenehmeres ist auf Erd als eine schöne Dame und ein schönes Pferd. Seit langem sind die Fugger Sammler, Mäzene, Förderer von Kunst und Wissenschaft. Das Fugger-Anwesen am Weinmarkt wandelt sich zur fürstlichen Stadtresidenz. Hans Fugger, der zweite Sohn Antons, ein außergewöhnlich aktiver und bedeutender Kunstmäzen, richtet dort die berühmten Badstuben ein, eigentlich Studier- und Bibliotheksräume. Er lässt Schloss Kirchheim im Stil der Zeit umgestalten. Berühmt der Zedernsaal, wohl der schönste Renaissance-Raum in Deutschland. 1998 feiert man Hans Fuggers 400. Todestag. Auch andere Schlösser werden prächtig neu oder ausgebaut. Sie beherbergen Kostbarkeiten. So Babenhausen den Ahnensaal mit Fuggerschen Familienporträts. Seit den Zeiten Jakobs haben die bedeutendsten Künstler als Porträtisten für die Familie gearbeitet, darunter Bellini, Dürer, Burgmeier, Breu und Holbein. Eine lange Tradition im Hause Fugger hat die Musik. Antons Neffe Hans Jakob geht sogar als Musikintendant an den Münchner Herzogshof. In seiner berühmten Bibliothek, die er an Herzog Albrecht V. verkauft, finden sich so wichtige Musiksammlungen wie das Schädelsche Liederbuch. In München wird Hans Jakob zum eifrigen Förderer des Orlando di Lasso. Der geniale Komponist aus dem Hennegau widmet ihm und seinen Vettern seine erste Liedsammlung. Das Lilienwappen stellt Kirchenfürsten wie Anton Ignaz, Fürstbischof von Regensburg und Fürstpropst von Ellwangen. Andere Fugger dienen als hochrangige Soldaten, so im Dreißigjährigen Krieg der Liga-General und kaiserlich-augsburgische Statthalter Ott Heinrich Fugger, Träger des Goldenen Vlieses. Noch kurz vor Ende des Heiligen Römischen Reiches wird die Linie Babenhausen in den Reichsfürstenstand erhoben. Ein Jahrhundert später werden aus den Grafen Fugger von Glött bayerische Fürsten. Und in der dunklen Zeit der Nazi-Diktatur geht ein Fuggerscher Fürst wegen Widerstands gegen die Tyrannei ins Gefängnis. Josef Ernst Fugger von Glött. Nach dem Krieg Mitglied des Deutschen Bundestages und des Bayerischen Landtags. Die Familie engagiert sich aktiv beim Aufbau eines erneuerten Deutschlands. Und sie belebt ihre Traditionen wieder, beispielsweise durch den Neubau der zerstörten Fuggerei. Die Glaubenshändel der Reformationszeit sind vergessen.
Längst leben die Fugger in bestem Einvernehmen mit ihren protestantischen Landsleuten. Im 16. Jahrhundert hat das Geschlecht als kaiserliche Geldgeber sein Glück gemacht. Mit einer Kapitalkraft von über 6 Millionen Gulden entschieden sie über Krieg und Frieden, über Dynastien und Diademe. Drei Linien der Familie florieren noch 4,5 Jahrhunderte später. Ein langer Weg, der einst im Dorf Graben im Lechfeld begonnen hat. Der süddeutsche Frühkapitalismus, oder was man später so nennen wird, erweist sich als eine vorzeitige Blüte. Sie hält den Frösten der Folgezeit nicht stand. Die stolzen Reichsstädte erleben ihren Niedergang. Und die legendären Handelsgesellschaften, welche die Dynastien groß gemacht haben, müssen erfahren, wie sie von ihren Zöglingen erdrückt werden. Die Wirtschaft ist eben nur ein Aspekt des historischen Schicksals, so wichtig auch immer sie scheinen mag. Wenn etwas aus jener Zeit geblieben ist, dann die Erkenntnis, dass auch die bestbegründete ökonomische Vernunft die Entscheidungen der Politik nicht wirklich beeinflussen und ihre Unberechenbarkeiten verhindern kann.